Hallo und herzlich willkommen zur Vorbereitung zu Patch 2.3 und das Ganze in 120 Sekunden. Also für alle Patch-Note-Dodger unter euch, die einfach zu faul waren, sich das durchzulesen, gibt es jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, was euch denn mit dem Patch so erwartet und worauf ihr euch einstellen könnt. Das Wichtigste gleich mal zuerst, Kanais Würfel. Gibt eine kleine Prequest, um den zu erhalten, kann jeder Spieler sammeln und danach habt ihr dann die Möglichkeit, legendäre Affixe zu extrahieren und eurer Skillung hinzuzufügen. Dafür braucht ihr natürlich auch noch neue Materialien, welche ihr aus den Aktkisten bekommt. Weiter geht's mit den Klassen. Alle Klassenbuilds haben sich geändert bzw. modifiziert und es gibt drei komplett neue Sets für Mönch, Hexer und Kreuzritter mit dem Badge. Also die müssen komplett neu gefarmt werden. Weiter geht es mit dem Goblin-Schrein. Ist ein komplett neuer Schrein, welcher mit dem Badge hinzugefügt wird. Und wenn ihr draufklickt, spawnt jeder Goblin einmal und die müsst ihr natürlich jagen. Das Ganze wird dann schon wesentlich schwieriger, wenn es in neuen Schwierigkeitsstufen wird. Also es geht jetzt bis insgesamt Qual 10. Also für alle, die für Qual 6 schon zu viel Gear hatten, kein Problem. Es geht jetzt bis Qual 10. Dann geht es weiter mit den neuen Items. Es gibt Season-Items, also Items, die jetzt nur speziell in der Season droppen. Und es gibt auch sehr, sehr viele neue Non-Season-Items für jede Klasse. Also da ist sicherlich für jeden was dabei, was man sich auf die schnelle Art und Weise farmen kann. Und noch eine ganz wichtige Neuerung. Die Trials wurden komplett entfernt. Das bedeutet also, ihr könnt jetzt einfach eine Schwierigkeitsstufe auswählen und diese jederzeit durchspielen und benötigt dafür nur einen normalen Schlüsselkey. Also es gibt jetzt keine Levels mehr bei den Keys, sondern das sind einfache Keys, die ihr überall reinwerfen könnt. So, und dann geht es noch weiter in den letzten Stunden zu den letzten Änderungen. Und zwar wurden alle Rift Guardians um 50% abgeschwächt von den HP her. Und somit ist der Kampf jetzt gegen den Rift Guardian erheblich kürzer. Und falls ich irgendwas vergessen habe, der wichtige Hinweis, Guides, Patch Notes und alles andere, was Neues, gibt es nochmal in dem Link unter dem Video. Und ansonsten viel Glück, viel Spaß und bis Patch 2.3.